Wunderschönen guten Tag zu diesen neuen Nerd News und heute gibt es vor allem neue Sachen zur PlayStation 4 und zum N64 Mini. Aber starten wir erstmal mit der Software-Ecke und zwar bringt Epic Games Unreal 1 kostenlos auf Steam und Good Old Games und zwar zum 20-jährigen Jubiläum. Die neue Version umfasst sämtliche Patches, die ihr in der Gold-Version habt und ihr könnt es nativ auf hohen Auflösungen spielen, ohne großartig irgendwelche Mods einspielen zu müssen. Noch ganze 40 Stunden könnt ihr euch es reservieren, geht entweder auf GOG.com oder auf Steam und reserviert euch eure Kopie. Könnte die PlayStation 5 mit einer Ryzen CPU von AMD kommen? Das sagt momentan das aktuelle Stellenprofil von Simon Pilgrim aus, der bei der Sony Technologies Group für AMD Ryzen bei Sony arbeitet. Und das ist schon ein ziemlich eindeutiger Hinweis und wäre eigentlich auch eine logische Konsequenz. Gerade die neuen Ryzen-Prozessoren, auch mit den integrierten Vega-GPUs, sind wesentlich stärker als das, was man momentan in der PlayStation 4 vorfindet. Wenn man für die nächste Generation eine gute VR-Konsole und 4K mit 60 FPS haben wollen würde, dann müsste man schon auf eine Ryzen CPU eventuell sogar mit einem externen Grafikchip setzen. Es wird also spannend, denn dann würde die nächste Konsolengeneration nochmal um einiges schneller werden als die aktuelle. Da reden wir dann nicht mehr von 6 Teraflops, sondern von über 10 Teraflops, wenn es denn alles stimmen sollte. Sony hat auch noch was anderes bestätigt, denn die PlayStation 4 hat jetzt ihren letzten Lebenszyklus erreicht. Man geht davon aus, dass zum Jahre 2021 die PlayStation 4 Verkäufe definitiv sinken werden. Und wenn man damit schon rechnet, könnte es durchaus sein, dass man schon ein Jahr vorher eine neue Konsolengeneration rausbringt, um das abzufangen. Die PlayStation 5 könnte also durchaus in 2 Jahren schon auf den Markt kommen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich drauf. Momentan gehen viele Gerüchte um das neue Pokémon durchs Netz und jetzt gibt es wieder was Neues. Angeblich soll es sich bei Pokémon Switch ausschließlich um ein Remake der ersten Teile handeln. Das hatten wir ja schon mal in der News. Allerdings sind jetzt auch neue Gerüchte aufgetaucht, dass es ausschließlich in der Kanto-Region spielen wird. Also da, wo man eigentlich nur die ersten 151 Pokémon damals gefunden hat. Da sprechen auch noch einige andere Hinweise dafür, denn ein Entwickler von der Pokémon Company hat vor kurzem zum Beispiel auf Twitter ein Evoli und ein Pikachu in die Kamera gehalten, was Pokémon Switch Evoli Edition und Pikachu Edition auf jeden Fall bestätigen würde. Was mich bloß wundert, dass Nintendo vor kurzem erst bestätigt hat, dass definitiv die 8. Gen eingeführt wird. Schauen wir mal einfach, was dabei rumkommt. Mario & Rabbids Gold Edition kommt definitiv im Juni laut Ubisoft und jetzt hat man auch einen neuen Trailer veröffentlicht und der sieht gar nicht mal so schlecht aus, denn der zeigt aktuelles Gameplay mit Donkey Kong und das sieht echt verdammt umfangreich aus. Wie lange es am Ende gehen wird, wissen wir natürlich noch nicht, aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Und noch eine kleine Meldung zur Freude von mir. Was ein Quatschsatz. Und noch eine kleine Meldung, die mich sehr freut, denn Nintendo hat heute in Japan das N64-Patent verlängert. Das ist ungefähr dasselbe, was man vor einem Jahr in Europa gemacht hat. Also man hat die Spielkonsole inklusive dem Controller als Videospielsystem nochmal neu angemeldet. Und das ist durchaus ein Hinweis auf die N64-Mini-Konsole, dass sie nun bald erscheinen könnte. Und ehrlich gesagt freue ich mich da noch ein bisschen mehr drauf als auf die E3, aber ich bin ja auch ein alter Sack. Okay, das war die Nerd News. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch den Daumen nach oben da. Und wenn ihr wollt, das kostenlose Abo, falls noch nicht geschehen. Auch könnt ihr mich unterstützen mit den Amazon-Links unten. Egal, was ihr kauft, ihr müsst nicht die Sachen darunter kaufen. Ich bekomme ein paar Cent ab. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend oder eine gute Nacht. Bis zur nächsten News. Ciao.